eigene Lebensbiografie. Yes. And now her thinking is completely different. She began to think very high things. Where is God? Where do you worship God? Und jetzt verändert sich ihr Denken total. Jetzt denkt sie auf eine höhere Weise. Wo ist Gott? Wo betet ihr Gott an? Our people say God is in mountain. Your people say God is on Jerusalem. Where is he? Unsere Leute sagen, Gott ist auf dem Berg. Und ihr Juden sagt, Gott ist in Jerusalem. Wo ist er denn? Now Jesus said, woman, believe in me. Jetzt sagt Jesus zu ihr, Frau, glaub an mich. Neither nor in mountain nor on Jerusalem. Gott ist weder auf dem Berg noch in Jerusalem. God is spirit. Gott ist Geist. Those who worship him in spirit are the true worshipper. Und die ihn im Geist anbeten, im Geist und in der Wahrheit, das sind die wahren Anbeter. And now something is happening inside this woman. Und da geschieht etwas in dieser Frau. The words what Jesus is speaking is life and the spirit began to transform her. Die Worte, die Jesus spricht, sind Leben und Geist. Und diese Worte verwandeln sie. And she said, we know Messiah is going to come. When he comes, he will teach us everything. Und dann sagt sie, ja, wir wissen, dass der Messias kommen wird. Wenn er kommt, dann wird er uns alles lehren. And Jesus said, I am he. Und dann sagt Jesus, ich bin es. She was shocked. Ich bin es, der vor dir steht. Und da war sie total geschockt. What? She's seeing Messiah eye to eye, face to face. Sie sieht den Messias von Angesicht zu Angesicht vor sich. She become completely a new creation. Und dadurch wird sie eine ganz neue, ein neues Geschöpf. The water take to wine. Wasser verwandelt sich in Wein. She accepted Jesus. Sie hat Jesus akzeptiert. She believed in Jesus. Sie hat an Jesus geglaubt. So from her sinful personality, she is completely changed. Von ihrer sündhaften Natur ist sie jetzt ganz verändert. This is what Jesus spoke to Nicodemus. Genau dasselbe hat Jesus auch zu Nikodemus gesagt. This is what he did in changing water to wine. Das ist das, was er getan hat bei der Verwandlung von Wasser in Wein. This is what St. John wrote in chapter 1, that whoever accepted him, whoever believed him, he has given power to become a child of God. Das ist auch das, was der Johannes im ersten Kapitel schreibt, dass all diejenigen, die ihn akzeptieren und annehmen, dass er ihnen die Macht gibt, Kinder Gottes zu sein. Now, immediately she began work like Jesus. She went to the Samaritan town. Und in dem Augenblick, wo sie das alles verinnerlicht und versteht, beginnt sie für Jesus zu arbeiten. Sie läuft sofort ins Dorf und verkündet, ich bin dem Messias begegnet. And she brought the whole people towards the wellside und sie bringt das ganze Dorf dazu, ihr zu folgen zum Brunnen. She became the first evangelizer. Sie wurde die erste Evangelist für Jesus. Yes. When she experienced Jesus, automatically she became a branch of Jesus. In dem Augenblick, wo sie Jesus erfährt, wird sie zur Rebe am Weinstock. Yes. So this Verwandlung, this transformation is important to be a true disciple. To be a powerful person. Diese Verwandlung
also ist notwendig, um eine kraftvolle Person no matter zu werden. What was your previous how much sin you are living. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr, was jemand vorher war oder wie der vorher gelebt hat. When new person comes, the whole old personality goes away. Wenn diese neue Person entsteht, dann ist diese ganze alte Personalität ausgelöscht. And now in this chapter end 4:34 says, for the one whom God sends speaks the words of God. Und am he end, does not ration his gift of the Spirit. In the end. Yeah, that is chapter 4. End of the chapter 4. Yeah. 34. Und am Ende vom Kapitel Vers 34. Chapter 4, 34. Kapitel 4, 34. Chapter 4, it ends here. 34. Chapter 4. Yes, das ist Chapter 4. John. Das ist 5. Oh, this is the end. Yeah. Chapter 4. Oh, sorry. That was chapter 334. Okay. Chapter 334. For the one whom God sends speaks the words of God, he does not ration his gift of the Spirit. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet die Worte Gottes, denn er gibt den Geist unbegrenzt. Ja, unbegrenzt. It is the same thing what Jesus spoke to Nicodemus, that he do not rash, like the wind blows as it wills. Das ist dasselbe Wort, was er zu Nicodemus gesagt hat, zu dem er sagte, der Wind weht, wo er will. God do not ration. God do not control. Gott ist nicht einzugrenzen. Gott kann man nicht kontrollieren. God gives so generously the Holy Spirit. Gott gibt so großzügig den Heiligen Geist. What Jesus spoke to Nicodemus, he can receive, but Jesus also had no difficulty to speak to completely an ignorant, sinful woman like Samaritan. Was Jesus zu Nicodemus gesagt hat, das kann er genauso zu dieser vollkommen unwissenden Frau sprechen. Er hat damit überhaupt kein Problem. Now chapter 5. Jetzt kommt Kapitel 5. Chapter 5 is famous for the healing at the pool of Bethesda. Kapitel 5 ist berühmt durch den Kranken, der 38 Jahre lang am Teich Bethesda liegt. Yes. And Jesus straightaway walked into him and asking him, do you want to be well? Jesus geht direkt auf diesen Kranken zu und fragt ihn, do you want to be well? Verse 6. Willst du geheilt werden? The sick man answered him, sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up. While I am on my way, someone else gets down there before me. Der Kranke antwortet ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Now, can you imagine 38 years? Stellt euch das einmal vor. 38 Jahre lang liegt er siechend krank an diesem Teich. One man was there who had been ill for 38 years. Ein Mann lag da, dort lag ein Mann, der schon 38 Jahre lang krank war. 5 years before Jesus was born. Er war schon 5 Jahre krank, bevor Jesus geboren worden ist. And what is his complaint is, no one
is helping. Und er beklagt sich darüber, keiner hilft mir. What is the use of the law? Was ist denn dann, wozu ist, gibt es dann das Gebot? Was hat denn das Gebot bewirkt? So this, it is all to be understood. The Pharisees are sticking to the law, but they don't move a finger to help a needy person. Die Pharisäer, die halten sich ganz, ganz streng ans Gebot, aber sie machen keinen Finger krumm, um irgendeinem zu helfen. He is paralyzed, so naturally he cannot go into the water unless somebody help him. Weil er gelähmt ist, kann er nicht aufstehen und ins Wasser gehen, außer wenn jemand da ist, der ihm hilft. And Jesus said, "Raise, take up your mat and walk." Und Jesus sagt zu ihm, immediately, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging. Sofort. At that Augenblick. In dem Augenblick. Now problem began. Und jetzt fängt das Problem an. All these people who never cared him, they all become, why this is done on a Sabbath? Today is a Sabbath. Why do you do this on Sabbath? Und all die Leute, die das erleben, fangen direkt an zu murren. Wieso macht er das heute? Heute ist Sabbat und am Sabbat, da geht gar nichts. Now you can see here what the old law and the new law, the difference of the old law and the new law. Hier sehen wir wieder den Unterschied zwischen dem alten Gebot und dem neuen. Jesus is the new law. Jesus das neue Gesetz. He is compassionate and merciful to this man. Er hat Mitleid mit diesem Mann und wendet sich ihm zu. And since it was done on a Sabbath, und weil er das aber an dem Sabbat getan hat, they were all angry, the Jews. Da waren die Juden total verärgert. So Jesus came. Now you see Nicodemus, Samaritan woman, and now a old man of 38 years lying. Jesus changed his life, a complete transformation. Also hier sehen wir auch wieder im Kapitel 4 die Begegnung mit der Samariterin, deren Leben verändert wurde durch die Begegnung. Und hier dieser Mann, der seit 38 Jahren schwer krank ist, und Jesus verändert wiederum auch sein Leben. So chapter 5 is also like water changed to wine. Auch im Kapitel 5 geht es darum, um diese Verwandlung, wie Wasser in Wein verwandelt wird. Like Jesus did, Jesus is transforming that person. Jesus verwandelt diese Person. And here Jesus gave a lot of teaching. Verse 19 onwards says. Und hier gibt Jesus auch eine Lehre, da er sagt, Amen, amen, I say to you, son cannot do anything on his own, but only what he sees his father doing. For what he does, his son will do also. Jesus aber sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. That is to understand all what Jesus doing visibly is the work of the invisible Father. Das muss man so verstehen, dass alles das, was Jesus sichtbar getan hat, das ist das unsichtbare Tun des Vaters. Verse 17 says, Jesus answered them. 17? No, 17, just before that, before 19. Mm-hmm. My Father is at work until now, so I am at work. Jesus aber entgegnete ihnen, mein Vater ist noch immer am Werk, und auch ich bin am Werk. So this is all to be understood according to the Mosaic law.
Mosaic law says, on Sabbath you shall not work. Das mosaische Gesetz sagt, am Sabbat darfst du nicht arbeiten. Yes. So verse 16 says, therefore the Jews began to persecute Jesus because he did this on a Sabbath. Und in 16 lesen wir, daraufhin verfolgten die Juden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hat. But Jesus said, on Sabbath my father is working. Aber Jesus sagt, am Sabbat, da arbeitet mein Vater. Sabbath is the main working day of God. Der Sabbat ist nämlich der Hauptarbeitstag von Gott. So all the priests has full work on Sabbath. Alle Priester, die sind am Sabbat voll beschäftigt. So Jesus is focusing Father, they are focusing the law. Jesus, er richtet seinen Blick auf den Vater, die Juden aber, sie blicken auf das mosaische Gesetz. No work on Sabbath. Am Sabbat darf man nicht arbeiten. That is a big, big sin. Big sin. Das ist eine große, große, große Sünde. There is a big punishment. Und dafür gibt es eine auch sehr große Strafe. That is in their mind, in the Old Testament, if somebody worked on Sabbath, they were killed. Im Alten Testament war das so, dass wenn jemand am Sabbat gearbeitet hat, dass er getötet worden ist. A man went and plucked firewood from the forest on a Sabbath day. Ein Mann ging in den Wald und hat dort an einem Baum Früchte geerntet am Sabbat. He was caught. Da wurde er festgenommen. By the Pharisees or that people. Durch die Pharisäer. And he was brought to the jury, that is the judge. Er wurde vor Gericht gestellt. He said, what a big sin you have done. I have no power to judge you. Go to Moses. Und dann haben die gesagt, du hast eine große Sünde begangen. Ich habe nicht die Autorität, dich zu verurteilen. Geh zu Moses. And Moses and Aaron met together and prayed and say, you have done a big thing. According to God, you must be killed. And he was killed. No. Book of Numbers. And Moses gave them such yes, laws. Yes. And this law came from God? Yeah. I cannot understand. That is it. Also ein Mann hat Früchte geerntet an einem Baum, wurde festgenommen. Man hat ihn vor Gericht gestellt und die Richter sagen, also du hast eine große Sünde begangen. Sie haben ihn vor Moses und Aaron gebracht und die haben gebetet und haben dann beschlossen, also der muss getötet werden. Das soll mal einer verstehen. He must be taken out of the boundary. Ich verstehe das nicht. Yes. It is good to understand that. Alles kann ich nicht. Und das soll das Gebot Gottes gewesen sein. That is the time of Old Testament. So that is this is what they were teaching on the synagogue. Das ist das, was die in den Synagogen gelehrt haben. This is in the book of Numbers. In the book of Numbers. Also das steht im Buch Numeri. Können wir ja froh sein, dass man zu der Zeit. Das ist viertes Buch, ne? Numeri. How can God give such a law? Yeah, it is. Number chapter 15, 32 and following. Also Kapitel 15, 32, Vers 32. While the Israelites were in the desert, a man was discovered gathering wood on the Sabbath day. Als die Israeliten in der Wüste waren, entdeckten sie einmal,
dass einer am Sabbat Holz sammelte. Those who caught him at it brought him to Moses and Aaron. Die Leute, die ihn beim Holzsammeln angetroffen hatten, brachten ihn vor Mose und Aaron und vor die ganze Gemeinde. But they kept him in custody, for there was no clear decision as to what should be done with him. Man sperrte ihn ein, weil noch nicht entschieden war, was mit ihm geschehen sollte. Then the Lord said to Moses, der Herr sprach zu Mose, this man shall be put to death, let the whole community stone him outside the camp. Der Mann ist mit dem Tod zu bestrafen. Also der Herr sprach zu Mose, der Mann ist mit dem Tod zu bestrafen, die ganze Gemeinde soll ihn draußen vor dem Lager steinigen. So the whole community led him outside the camp and stoned him to death as the Lord had commanded to Moses. Da führte die ganze Gemeinde den Mann vor das Lager hinaus und steinigte ihn zu Tod, wie der Herr es Mose befohlen hatte. Alter, ist ja das, was die Deutsche mit den Juden im Holocaust gemacht, ist ja gar nichts dagegen, oder? I cannot understand. What is that? What is that you said? Say in English. What the Germans did with the Jews during the Holocaust is nothing comparing with this. So this is the law. This is to be understood, a preparation for the coming of the Messiah. So that is why the Jews were so strict. Also das war deren Gesetz, deren Gebot, und das sollte eine Vorbereitung sein auf das Kommen des Messias. That is why even today on Sabbath they will not even press a button, that is forbidden to press a button, that is considered as a work. Also das ist heute noch so bei den Juden, dass es verboten ist, am Sabbat auch nur einen Knopf zu drücken. Yeah. They will not put on the light. They will not put on the button. Also die werden kein Licht, keinen Schalter betätigen am Sabbat. I remember one of my friend in America was telling, her neighbor is a Jew, a Pharisee family. And the child was shocked, what an electric shock, and this woman came running to her house, you please come and put off, the child is going to die. No. Yes, that is. That is crazy. Yeah, that is, because they said if they don't obey that law, they will be punished. They will go to, they are not righteous, they are religious law, they have to obey. Shall I translate it? Yes. Okay. Once again. Also, er erinnert sich an einen Freund von ihm in Amerika. In Amerika. Her neighbor is a Jewish family. Und der hat, seine Nachbarn ist eine jüdische Familie. And there a child got electrocuted, electric shock, and the woman, the mother of the child is running and calling the neighbor friend to come and put off the switch, because according to her religious law on Sabbath she cannot put off. Also das Kind der Nachbarn der jüdischen Familie, ein Mädchen, bekam irgendwie einen elektrischen Stromschlag durch den Lichtschalter, da war was defekt, und da rannte die Mutter von dem Mädchen zur Nachbarswohnung hin und hat die gebeten, die sollen rüberkommen, um das Licht, den Schalter auszuschalten, weil es ihr nicht erlaubt ist, von der Religion her den Lichtschalter auszuschalten. Also das. Such is the Mosaic law they were following. They were, but Jesus was telling, will you not untie your cow or your donkey or give them food on Sabbath? Yeah. If your sheep fall on a well, will you not lift it up? Also so war oder so ist das mosaische Gesetz. Und Jesus hat aber immer wieder diese Beispiele gebracht. Wird denn von euch, die ihr ja so strikt nach diesem Gesetz da
leben wollt, wenn eure Kuh oder euer Esel oder euer Schaf am Sabbat in einen Brunnen fällt, wer von euch wird dann nicht hingehen und das aus dem Brunnen rausholen? They do these things, but when it comes to human being, they are very strict. Das haben sie getan, also bei den Tieren. Das haben sie gemacht. Aber wenn es um die Menschen ging, dann waren die so verborniert, so streng. Okay. Ja, gesetzlich, ja. Now, Jesus has come. When Jesus has come, the law is ended. That is what we have to understand. Jesus has come. Also aber, als Jesus gekommen war, damit war dieses Gesetz zu Ende. Der Wein ist over. Dieser Wein ist zu Ende. This old law is ended. Das alte Gesetz findet hier sein Now Ende. Now we can see Jesus purposely doing many of these miraculous signs on Sabbath, so that he want to prove what is important is God and the mercy of God on Sabbath, not such a strict law. Und wir können also sehen, dass Jesus viele solche Wunder gewirkt hat, wahrscheinlich absichtlich an Sabbat, um diese Auseinandersetzung hervorzurufen. So when the Jews want to persecute Jesus, they want to even stone Jesus because he has done something against the Mosaic law on Sabbath. Und deswegen wollten die Juden Jesus steinigen. Sie hatten ihn ja auf frischer Tat ertappt und wollten ihn töten. Because they knew Moses stoned the people, or God said to Moses and to the whole community, stone them who has for done. Weil die haben ja gewusst, von Mose her, aus diesen Fällen, dass Mose die Antwort von Gott hat gesagt, steinige sie. Und das haben sie gemacht. So they want to stone Jesus. Und deswegen wollten sie auch Jesus steinigen. Because he did such a healing on Sabbath. Weil er jemanden am Sabbat geheilt hat. Now you see, you understand what is this dichotomy or what is between this old law and the new law. Da sehen wir diese Spannung zwischen diesem alten und dem neuen Gesetz. Ja. Ich aber sage euch. Yes, ja. Correct. Ich aber sage euch. But I say to you. So, it is all to be understood. God is the planner and author of all these things. He has a plan in the Old Testament and also in the New Testament. Also das ist alles so zu verstehen, wir müssen das so verstehen, dass wir dahinter einen Plan Gottes verstehen sollen, der einen Plan hat im Alten Testament und einen Plan auch im Neuen Testament. Shall I say further on that? Shall we learn further on that? Sollen wir noch ein bisschen mehr hier Why? Im Alten What Testament? For the law came? Warum, wofür ist das law came. Warum ist das Gesetz gekommen? The new? The old law and the new law. Ja, warum hat Gott das alte? Bitte? That the sin that we all know what is sin. That is one part. Das ist ein Aspekt, ja. Yes. In fact, today's reading from Romans 4, today's reading is about this law. But this sounds so crazy. Das klingt für mich so verrückt. Also. Cool down. Now, in Galatians chapter 3, come to Galatians chapter 3. Also, Galater Kapitel 3. Galatians, now everybody be careful. It is again difficult thing to understand. Also, Galater Kapitel 3, sagt er, ist wiederum sehr schwer zu verstehen. 15 onward, the law did not nullify the promise. 15. Ja, 15 and following. Brüder, ich nehme einen Vergleich aus dem menschlichen Leben. Niemand setzt das rechtsgültig festgelegte Testament eines Menschen außer Kraft oder versieht es mit einem Zusatz. Yes.
Now the promises were made to Abraham and to his descendants. It does not say and to descendants as referring to many, but as referring to one, and to your descendant who is Christ. Abraham und seinem Nachkommen wurden die Verheißungen zugesprochen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als wären viele gemeint, sondern es wird nur von einem gesprochen, und deinem Nachkommen. This is what I mean. The law which came 430 years afterward does not annul a covenant previously ratified by God so as to cancel the promise. Damit meine ich, das Testament, dem Gott einst Gültigkeit verliehen hat, wird durch das 430 Jahre später erlassene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung aufgehoben wäre. For if the inheritance comes from the law, it is no longer from a promise, but God bestowed it on Abraham through a promise. Würde sich das Erbe nämlich aus dem Gesetz herleiten, dann eben nicht mehr aus der Verheißung. Gott hat aber durch die Verheißung Abraham Gnade erwiesen. So, this is to understand, the new law came through Jesus, is the real original promise what God made to Abraham. Brother, maybe we make a break here and then, because I think it is too much. This is not easy. Okay, we make a kleine Pause. Ja, wir machen eine Pause. We make a little prayer. Das, ja. Oh, Holy Spirit. Oh, Heiliger Geist. Help us, Holy Spirit. Hilf uns, Heiliger Geist. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Amen. Amen. Do you feel interested? Ja, aber es war jetzt wirklich. Ja, ja, ja. Oh, okay.